So, hey meine lieben Mädels, ihr liebt die Bluse Kerstin. Das habe ich schon mitbekommen. Ich liebe die Bluse Kerstin auch. Und deshalb habe ich noch ein paar ganz nette Farben für euch. Und dazu habe ich, weil wir es ja gerne unkompliziert mögen, eine wunderschöne Jogpan für uns rausgesucht, die wirklich sensationell bequem ist. Richtig schön. Hinten hat sie Po-Taschen. Ist so eine schöne helle Waschung. Ganz klasse. Und wer es ein bisschen länger möchte, kann das auch gerne runterkrempeln. Schaut mal, dann habt ihr es tatsächlich so ein Stückchen übers Knie. Also ganz klasse. Ich bin ja so ein 1,65 und so wirkt das dann bei mir von der Länge. Und ich mag in dem Fall hier dieses hochgekrempelte unheimlich gerne. Dann haben wir hier das Bindebändchen in so einem schönen Weiß, richtig schön sportlich. Und da habe ich jetzt einfach nur so ein Schlawittchen gemacht, dass das auch so ein bisschen hängt. Ich finde, das darf es. Ne? Ist ja eine sportliche Geschichte. Und wer das nicht von euch mag, der nimmt das einfach und macht das dann in die Hose rein. Und das zeige ich euch gleich nochmal. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch erst nochmal unsere wunderschöne Bluse Kerstin. So, da haben wir ein wunderschönes Beige, so ein richtig schönes samtiges Beige, so ein bisschen wie mein Vater würde sagen, die Farbe ist wie ablaufende Flut. Ja, da hat er immer ganz süße Ideen und das finde ich auch. Es ist so ein richtig schöner, ja, so ein Farbton, so ein bisschen so Sandstrand, also richtig schön, ganz, ganz toll. Und kombiniert mit dieser hellen Jeans und dann hier meinen eleganten Schläppchen, finde ich, ist das eine absolute Kombi, wo man sofort losgehen kann. Irgendwie einen schönen Blazer noch drüber oder eine Jeansjacke oder eine schöne Strickjacke und ihr seid fertig. Und die Bluse habe ich jetzt noch, jetzt haltet euch mal fest, in eurem Jeansblau, also da schlüpfe ich gleich nochmal rein. Das ist verkehrt rum. Moment, so rum hinten ebenfalls. Ne? Hier hinten ist eine Naht, deshalb entschuldigt. Einmal hier von vorne, einmal in eurem Jeansblau. Also da seid ihr auch alle ganz heiß hinterher und ich kann es verstehen. Es steht euch allen toll. Dann das Ganze nochmal in einem schönen Nachtblau. Auch immer sehr elegant, finde ich. Macht auch einen schönen Ton. Und das ist auch so ein, wirklich so eine schöne, schimmernde Nachtblau-Geschichte. Ganz elegant, ganz schön. Und haha, hellblau. Ja, liebe Kerstin, das ist deine Bluse. Hier ist sie in diesem wunderschönen hellblau. Finde ich auch ganz toll. Auch gerade so zu der Jeans. Dann auch wieder alles so quasi in einem Guss, finde ich ganz, ganz klasse. Also ihr seht, diese Bluse ist wirklich toll. Unter jedem Teil, auch was ihr zu Hause habt, ob es Strickjacke ist, Blazer ist, Jeansjacke ist, was auch immer. Also die Bluse ist einfach sensationell. So, und jetzt schlüpfe ich mal, ich würde mal sagen, erstmal in die Jeansblaue, dunkelblaue und dann in die hellblaue. Bis gleich. So, ihr Lieben, dieses wunderschöne Jeansblau, auch wieder mit diesem tollen Schimmer und Glanz. Die Bluse, Kerstin hatte ich ganz vergessen zu sagen, ist eine Größe 38 bis 42 und auch die Jogpant ist eine Größe 38 bis 42. Und was ich auch natürlich nicht erwähnt habe, weil ich ja oft mit mehr Herz wie Verstand arbeite, ist, dass ja die Bluse hier drunter noch diese tolle, dieses tolle Top hat, was einmal hier vorne festgenäht ist und einmal auch hier direkt am Arm festgenäht ist. Also da seid ihr einfach safe. Da könnt ihr nur BH anziehen, dann die schöne Bluse drüber und die wunderschöne Jogpant und los geht es. So, ihr Lieben, und jetzt steige ich mal in das wunderschöne Nachtblau. Bis gleich. So, ihr Lieben, schaut mal. Und das ist dieses wunderschöne Nachtblau. Ihr seht auch wieder, ach, dieser Fall dieser Bluse ist einfach sensationell. Und dann hier wieder unser Schleifchen. Also richtig schön. Finde ich auch mit der Jeans kombiniert. Und dann meine Schläppchen so ein bisschen Cognac angehaucht. Finde ich auch richtig schön. So, und jetzt kommt das schöne Hellblau. Bis gleich. So, ihr Lieben, und ich habe euch ja noch gar nicht die Bluse gezeigt, wenn sie einmal außerhalb des Shoppens, also quasi einfach so fällt, wie sie fällt. Schaut mal auch, man sieht hier wieder tolle Länge am Po und auch vorne richtig schön. Es ist ganz schön, ja, es geht wieder so mit und schwingt so wunderschön. Und wer von euch sagt, dieses mit dem weißen Bändchen ist ja ganz toll, habe ich aber nicht so gerne, wenn das da so rumbaumelt, dann nehmt ihr das einfach, steckt das wirklich so in die Hose rein und dann nehmt ihr diese Bluse entweder, dass ihr sie drüber tragt oder in dem Fall macht es ja Sinn, es dann ein bisschen reinzuschoppen, wieder ganz leicht rauszuziehen. Schaut mal, und dann sitzt das Ganze so und dann sieht man ja auch schon das Bändchen nicht mehr. Also, wer das nicht so gerne mag, der macht das dann ganz einfach so. Und schaut mal, hier wieder das schöne Schleifchen. Also richtig, richtig toll. So, ihr habt die Qual der Wahl. Wir haben die ablaufende Flut, dieses wunderschöne, diesen Sandton, der wirklich schon an Urlaub erinnert. Dann haben wir euren Jeans-Blauton. Dann haben wir das Nachtblau, sehr elegant.
Und dann dieses tolle Hellblau. Ich finde, das ist ein ganz wunderschöner Farbton, der einfach auch ganz viel Leichtigkeit ausstrahlt. Also, ihr Lieben, fühlt euch ganz, ganz festgedrückt. Ich mache mir jetzt sowas von einen dicken Kaffee. Und diesmal esse ich einen Keks dazu. Mandelhörnchen habe ich leider nicht, aber einen dicken Keks. Und den werde ich jetzt erstmal weghauen. Und ich drücke euch ganz, ganz doll und ganz von Herzen und viel Freude ja, beim Aussuchen. Und sollte mein Artikel vergriffen sein, gerade bei den Blusen, die bekommen wir auf jeden Fall nochmal nach. Macht diesen Erinnerungsbutton, dass ihr benachrichtigt werden möchtet, wenn die Bluse wieder da ist. Und dann bitte, bitte wartet nicht zu lange, sondern guckt dann auch gleich, dass ihr dann noch eine bekommen könnt. Es lohnt sich, ihr werdet sie lieben. Danke, meine Mädels, für eure Zeit. Und ich werde jetzt meinen Kaffee in meinem hellblauen Traum trinken. Tschüss.